Herr Keller, Ihr Weingut ist zusammen mit 20 anderen im Buch Die Architektur des Weines präsentiert. Es gilt als Markenzeichen der jüngeren Weinbaugeneration. Was war die Grundidee für diese ungewöhnliche Architektur? Ja, einfach Form follows Function. Die Grundidee war, dass wir besseren Wein machen wollten und dementsprechend hier dann uns Gedanken gemacht haben. Und wer hat Sie inspiriert zu diesem Gedanken? Eine ist Köbi Gantenbein und der andere, der mir einen Termin verschafft hat, bei Peter Zumthor. Und da sind wir dann hingegangen, haben einen Karton Wein mitgenommen, haben so ein kleines Brain Drinking gemacht. Und er hat gesagt, er macht einfach einen Vorschlag, es findet er interessant, dass es hier einen Bauernhof, wie ich zu ihm gesagt habe, zu bauen, ein Weingut. Und dann musste er aber nachher absagen, weil er den Pritzker-Preis gewonnen hatte und ein großes Bauwerk eben in der Schweiz zu machen hatte. Und habe mich aber dann beraten und gesagt, geh hin und sag, was du willst zuerst und dann mach einen Wettbewerb. Und genau das habe ich gemacht und ich habe dabei. Wir stehen jetzt hier mitten im Weingut auf der obersten Etage des dreigeschossigen Baus. Er ist ganz in den Hang integriert. Vielleicht erklären Sie kurz, wie der Ablauf der Architektur im Hang umgesetzt wurde. Ja, erstens wurde ein riesen Loch gegraben, 50.000 Kubikmeter. Und damit wir das auch wieder versenken, der Grund war ganz einfach. Ich habe den Architekten den Auftrag gegeben, wir leben von der Natur und für die Natur. Und ich hätte gern den Respekt vor der Natur, auch im Bauwerk wieder. Weil das ist eine wunderbare Kulturlandschaft hier im Kaiserstuhl. In der Nachbarschaft ist ein Naturschutzgebiet. Und ich habe dann alle Architekten gebeten, auf ihre normale Formensprache zu verzichten und auf ihr CI zu verzichten und einfach sich in die Menschen rein zu verdenken, die hier arbeiten werden und die das von draußen angucken sollen in der Zukunft. Herr Geis ist der Architekt, hat das einfach wunderbar gelöst und diese ganze Terrassenlandschaft des Kaiserstuhls ist in dieses Bauwerk mit hineingeflossen. Drei Stockwerke, würden Sie zu jedem Stockwerk zwei Stichworte sagen? Was passiert hier? Erstes Stockwerk, wir sehen hier gerade die Traubenannahme und die hier, wo praktisch unsere Winzer von draußen die Trauben, die übrigens alle handselektiert sind, reinbringen. Meine Idee war auch eine Mehrfachnutzung der ganzen Geschichte. Das heißt, sonst der Rest vom Jahr haben wir hier Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Hochzeiten, Firmenpräsentationen. Wir haben Opern hier gehabt, wir haben das SWR-Symphonieorchester hier gehabt. Wir werden nächstes Jahr eine große Oper hier aufführen. Also somit kann Architektur auch zum Naturschutz beitragen. Das ist das Wichtigste daran. Ne? Weil die Diskussion ist ja immer, wir versiegeln Landschaften ohne diesen Bau. Und wir haben ja praktisch der Natur mehr zurückgegeben, wie das wir ihr genommen haben. Und durch das können wir eben diese Kulturlandschaft erhalten. Wir befinden uns jetzt auf der zweiten Etage des Weinguts. Hier ist der Eingangsbereich. Was spielt sich hier sonst noch ab, Herr Keller? Ja, zunächst mal kommen die Trauben hier oben runter und draußen wird gepresst im nächsten Stock. Und die Rotweinbereitung ist in diesem Stock und nach der Pressung fließt der Most nachher runter. Der zweite Teil dieses Stockes ist der Verkauf und der Proberaum, wo man praktisch hier ein bisschen stöbern kann und ein bisschen gucken kann. Hier gibt es auch Weine von Kollegen, weil alleine ist man nicht so gescheit. Und deshalb haben wir schon seit 1893 einen Weinimport. Den hat mein Großvater schon gemacht, und wo er Weine aus Bordeaux und Burgund mit reingenommen hat, aber auch Freunde und Kollegen aus anderen Weinanbaugebieten. So, was sehen wir hier, Herr Keller? Ist das Kunst? Nee, das ist das Wichtigste vom Wein machen. Das ist der Boden, wo er steht, oder eines der wichtigsten Punkte. Ich glaube, es ist Kunst, aber es ist reine Natur. Wenn wir einen Weinberg anlegen, machen wir zuerst, graben wir ein Loch und untersuchen den Untergrund. Und hier haben Geologen eben den Untergrund in einer bestimmten Gewanne, in einer bestimmten Lage eben ausgegraben und haben das dann auf eine Metallplatte drauf gemacht.
Und wir sehen hier das Wunderwerk einer Rebe, wie sie runtergeht. Wir bewässern unsere Rebgrundstücke nicht, sondern wir sagen der Rebe, du suchst bitte dein Wasser selber. Du musst ein bisschen was arbeiten dafür, du musst ein bisschen hungern. Und dementsprechend sind unsere Weine mineralischer wie andere. Das heißt, wir sehen hier, das ist eine 7-8-jährige Rebe, die wir hier ausgegraben haben, die hier schon so 2 Meter tief ihre Wurzeln reingegraben hat, die oben durch diese Oberkrumme, wo das ganze Lebewesen drin sind, wo die Insektengänge drin sind, Schneckle und so weiter, oben den Humus, wo wir praktisch die Kämme wieder recyceln und dann kämpft sie sich bis hierher. Und hier geht der Jazz los. Oben ist es Popmusik, hier geht der Jazz los und da unten ist es Klassik. Weil da kommen dann nicht nur Fruchtaromen in den Wein rein, weil wenn ich nur Frucht möchte, dann gehe ich zum Barkeeper. Das ist billiger, macht ein bisschen Banane, ein bisschen Ananas, ein bisschen Maracuja. Aber Wein muss mineralisch sein. Der muss seine Mineralität spüren und der muss am besten sein, wenn ich was dazu esse. Was ist hier der Grundgedanke? Ja, der Grundgedanke ist, wir sind hier praktisch wieder im Boden drin. Und dieser Boden bringt eben diese Kühle, diese Dauerkühle, gleichbleibende Temperatur ist hier gewünscht. Und eben der Most oder der Wein letztendlich fließt nachher beim Rotwein, der Wein, beim Wein ist es der Most, fließt hier runter in diese Fässer, wo er vergoren wird, beim Weißwein. Beim Rotwein ist er ja vorne schon oben vergoren worden. Und hier haben wir optimale Temperatur, optimale Luftfeuchtigkeit, einfach das, was wir brauchen, um große Weine herzustellen. Und warum diese Lichttheater? Ja, weil es einfach, es soll Wein essen, ist eine, für mich eine ganzheitliche Geschichte. Wir haben hier die Natur, aber wir haben hier auch Stimmung über das Licht. Ja? Mit Licht können wir sehr viel Stimmung erzeugen. Einfach, was wir brauchen, warme Töne, kühlere Töne, vom Blau. Also wenn es die Leute friert, dann macht man Rot rein und wenn es die Damen schwitzen, umgekehrt, dann kommt Blau, dann friert man wieder. Also dieser Einfluss ist sehr, sehr groß. Also es ist nicht unbedingt ein Einfluss auf die Weine, sondern mehr die Menschen. Und wir haben da oben so diese Schlitze, wo man von oben vom Weinverkauf praktisch in den Barrikeller hineingucken kann. Und es ist einfach auch spannend für die Leute hier, dieses Farbspiel zu sehen. Mhm. Damit sind wir am Ende der Führung durch Ihr Weingut angekommen. Wir stehen auch vor dem Cover des neuen Buches, Die Architektur des Weines. Ich darf Sie alle herzlich einladen, dieses wunderbare Weingut zu besuchen, die Lichtregie zu genießen und dieses Weinbuch im Buchhandel nach der Buchmesse zu bestellen. Thank you.
Wir stehen hier im Weingut Abril in Bischoffingen und neben mir steht Herr Sütterlin, der Leiter des Weinguts. Er wird uns gleich erklären, was heutzutage für die Architektur von Weingütern besonders wichtig ist. Ja, im Grunde genommen geht die Verarbeitung, steht die Verarbeitung im Vordergrund. Hier muss die Funktion, und so war es bei uns, die Funktion muss absolut im Vordergrund stehen. Und im Grunde genommen machen wir nichts anderes wie unsere Urgroßväter. Wir schauen, dass wir die Weinverarbeitung, die Weinbereitung so schonend wie möglich durchführen können. Das heißt, ganz oben Traubenannahme für die Rotweinbereitung, dann fallen die Traube, die Beere in die Rotweinmaische-Gärbehälter, unter den Rotweinmaische-Gärbehältern dann die Pressenebene, dort dann die Auspressung der vergorenen Maische, unter der Pressenebene dann die Ebene für die Reifung, für die Lagerung der Weine. Also man braucht hier, um diese Situation richtig durchführen zu können, einfach 4 Etagen. Und das konnten wir in unserem Betrieb durchziehen. Wir konnten hier also den Betrieb in 4 Etagen errichten. Und es war natürlich für uns besonders wichtig, dass der Betrieb an einem Hang gebaut werden konnte, um die Traube von oben anzuliefern und unten praktisch dann auch die gefüllte Flasche rauszubringen. Wie viele Quadratmeter sehen wir über der Erde und wie viele sind unter der Erde? Also insgesamt haben wir 3000 Quadratmeter Grundfläche für die Weinbereitung. Und der Kubus, den Sie oben sehen, das ist ungefähr ein Fünftel der gesamten Fläche. Das heißt also, ein Fünftel sehen wir und alles andere ist entweder unter der Erde oder in den Hang reingeschoben. Und letzte Frage, funktioniert die Architektur für Sie als Weinproduzent jetzt wirklich?
die Architektur, der Betrieb funktioniert. Der Betrieb funktioniert, wie ich sagte, das waren Vorgaben an den Architekten, dass es einfach diese Linie geben muss von oben nach unten. Traubeannahme, Maischegärung, Presse, Keller. Und es funktioniert hervorragend vom ersten Tag an. Wir haben jetzt die dritte Ernte hier in der Verarbeitung und wir sind rundum glücklich und zufrieden. Vielen Dank, Herr Sütterlin. Ein Weingut im Buch Architektur des Weines. Gut. Natur der Sache, dass wir Menschen immer alles übertreiben. Mittlerweile können wir uns Hefe kaufen am Markt, die bringen Mango, Maracuja, Ananas, Bananentöne, das können sie alles kaufen. Und ich bin ein Gegner davon, dass die Weine uniformiert werden. Ja. Dass der Müller-Thurg auf dem Bodensee, der gute Ede vom Markgräflerland, der Weißverkörter vom Thüniberg, der Graubund, von hier alles nach Mango und Maracuja riecht, das kann nicht sein. Und ich war immer schon auf der Suche, schon lange auf der Suche nach einer wirklich tollen, ursprünglichen Hefe. Und da haben wir eine gefunden, und zwar im Jahr 2007 fand eine Verkostung statt von alten Weinen. Und in einer Flasche von 1895 wurde eine Trübung festgestellt, da war ein sogenannter Bodensatz drin. Man hat die Trübung entnommen, hat mikroskopiert. Und hat von den Hefen, die wir gefunden haben, konnten wir dann drei zum Leben erwecken. Ach. Und mit dieser uralten Hefe von 1895 vergehren wir unsere Weine. Also es war eine Hefe, die ist 111 Jahre, hat die geschlummert,